Dann geht es weiter mit Atomico 2. Wir haben hier noch ein kleines Gespräch. Der lieben Luca. Die gute Luca. Luca, stört es dich, wenn ich reinkomme? Hey Quoi, was geht? Händler. Hast du viele Besucher, wenn du als Dive-Therapistin arbeitest? Ja, ich habe sehr viele von ihnen. Wenn ich sehr beschäftigt bin, arbeite ich den ganzen Tag. Du bist sehr beschäftigt? Das hört sich harter an, als ich dachte. Ja, so hart ist es auch nun wieder nicht. Ich meine, nicht nur du, Luca. Dive-Shop-Besitzer haben ziemlich viel Arbeit den ganzen Tag. Ja, ich schätze, dass es wahr. Ich denke, der Dive-Shop in Rakshek muss ziemlich viel Geld einnehmen. Koi, wolltest du nur kommen, um über Dive-Shops zu reden? Ah, Koi, Junge. Du weißt nicht, wie man mit Mädchen redet. Über was man mit ihnen redet. Er ist so der typische 0815-Held. Er ist planlos in der Gegend, mit vielen Frauen um sich rum. Aber jetzt geht es auch schon zum Dive Shop. Gucken wir mal an, was dieses Spiel noch so bereithält. Willkommen! Ich würde gern einen Tauchvorgang starten. Könnten Sie mir dabei helfen? Oh, ein neues Gesicht. Nein, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Verdammt. Mr. Gen? Oh, hallo Luca. Das ist einer meiner Freunde. Könnten Sie sie nicht extra nett für mich behandeln? Ich bin nicht deine. Wir müssen jetzt gut mit Luca auskommen, sonst wird er es herausfinden. Nee. Hey, ich bin Quoi, ein alter Freund von Luca. Es ist nett, sie kennenzulernen. Oh, es ist auch nett für mich, dich kennenzulernen. Warte, Quoi? Hä? Oh. Lukas Liebhaber. Liebhaber? Warte gehen. Ich habe niemals irgendwas in die Richtung gesagt. No, hast du nicht? Aber du weißt, Quoi, ich bin sehr eifersüchtig auf dich. Warum das? Naja, du zeigst deine süße Freundin hier überall rum und auch noch eine so wunderschöne Partnerin. Es ist nicht, wie es aussieht. Du da! Wie kannst du nur über solche dummen Sachen reden? Lass uns endlich beginnen. Bitte beruhig dich doch. Du weißt, ich könnte schwören, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Ja, es tut mir so leid gehen. Sie wird nur ein bisschen sauer. Könntest du nicht erklären, wie das Tauchen funktioniert? Hä? Oh, ja, natürlich. Ich gebe euch eine simple Erklärung. Also hört ganz gut zu. Das Tauchen meint, in die Gedanken der Wavertail einzudringen und so mächtige Gesangsmagie zu erschaffen. Während des Eindringens in die Gedanken kann es zu verschiedenen Events kommen oder Emotionen, um die Lieder zu erschaffen. Aber es ist auch ein Abenteuer und das kann gefährlich werden. Da könnten selbst Tests auf dich warten. Wenn diese Tests bestanden werden, könntest die euer Bund zusammen stärken. Und es wird euch erlauben, viel stärkere Songmagie zu machen. Gesangsmagie, Songmagie. Das Tauchsystem. Während deines Tauchens wirst du in ein Abenteuer geworfen, in dem Mädchen ihr Seelenraum. In dieser Welt, das, was die Mädchen beschäftigt, wird in verschiedenen Formen auftauchen. Hilf dem Mädchen und entferne diese Probleme gemeinsam.
um eure Beziehung zu verstärken. Je stärker diese Beziehung, desto mächtigere Gesangsmagie kann erschaffen werden. Um also tiefer in den Seelenraum des Mädchens einzudringen, musst du viel enger mit ihr zusammen sein. Rede mit den Mädchen während Ausruhen bei Camp, im Camp-Menü, damit sie ein bisschen aus sich rauskommen. Du kannst das Tauchen wählen, wenn du mit den Dive Shop Besitzern redest. Dive wurde den Tutorial zu nennen. Du findest Tutorial Menü. Um es einfach zu machen, hier ist die Chance, wo ein Typ seinen besten Willen zum Vorschein bringen kann. Je mehr du über sie nachdenkst, desto stärker wird die Gesangsmagie, die sie erschaffen wird. Gib dein Bestes. Und zu einem Punkt, in dem Luca nicht eifersüchtig wird. Hey, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Ja, ich mach doch nur Spaß. Du bist so süß, wenn ich ein bisschen Spaß über dich mache. Na, hör auf! Nun, das ist aber nur die Oberfläche. Also, erzählt mir, wenn ihr bereit dafür seid. Der erste Tauch. Ich möchte tauchen. Ich möchte in sie hineintauchen. Tauchen. Wähle den Partner. Es kostet 200 Leaf. Das ist mein super Angebot des Tages. Was sagst du? Ja, von mir aus. Okay, lass uns beginnen. Oh, Dating Sim incoming. Das ist die Welt im Innern von Lady Cloches Gedanken? Das sieht sehr normal aus. Du! Lady Cloche, warum sehen Sie so aus? Wer bist du? Ein illegaler Eindringling! Eliminieren! Wow! Ja! Wir sind nicht erwünscht! Wir sind nicht erwünscht! Ja! Hey du! Geht es dir gut? Wo bin ich? Ein kritischer Zustand ist eingetreten, also musste ich die Energie stoppen. Einen Emergency Stop durchführen. Ein kritischer Punkt? Das passiert eigentlich nur, wenn die Wavertail es nicht will, ihren Taucher nicht akzeptiert. Der Taucher wird sterben, wenn du sie in diesem Zustand lässt. Also gibt es den Notfallstopp. Wow, du hast den Rekord gebrochen für den kürzesten Tauchvorgang jemals. In 7 Sekunden ausgestoßen. Das passiert eigentlich nur, wenn die Wavertail den Taucher hasst, aber doch nicht so schnell. Koi, kannst du das ein bisschen mehr ernst nehmen? Was? Ich denke, es ist, weil du Koi nicht traust im Tiefen deiner Gedanken. Willst du damit sagen, dass es meine Schuld ist? Nein, nicht wirklich, und ich bin damit einverstanden. Ich habe eine Idee, wie wir das Problem lösen können. Gen, kannst du mich doch vorbereiten für einen Proxy-Tauchvorgang? Ich werde 2 Tauchmaschinen vorbereiten in einer normalen Areal 0x015F3E. Aha. Komische Worte, Wave Packed at Let's See. 3800 Mach pro Sekunde mit 21.000 Hertz. Mit einem C-Rang skaliert. Erhöht das Wave Pack mit 30 h Mark pro Sekunde immer einmal, wenn der Rang sinkt. Wenn ein kritischer Auswurf passiert, dann
vertraue ich dir mit dem Folgenden. Ich vertraue deinen Skills, Game. Über was redet sie da? Ja, guck nicht mich an. So, ihr beiden werdet jetzt in mich hineintauchen und wenn ihr dort seid, dann werdet ihr erneut tauchen. Was meinst du damit? Du kannst meinen Beschützer für mehr Details fragen, wenn du drin bist. Beschützer? Was ist das? Ah, tu es einfach und du wirst es herausfinden. Lass uns losgehen. Es wird immer komplizierter. Das ist... in ihren Gedanken, schätze ich mal. In ihrem Geist. Hallo, willkommen in Lukas Seelenraum. Wer bist du? Oh, ihr seid zum ersten Mal hier, wie ich sehe. Ich bin Goro, die Wächterin von Lukas Gedanken. Von Lukas Seele. Geist. Wächter? Was zur Hölle ist ein Wächter? Oh, du weißt das nicht? Du kannst über uns als eine Art Sicherheitssystem der Waver Tales denken. Es gibt mindestens einen in den Gedanken von jedem, von jeder Waver Tale und sie sind alle einzigartig. Manche Idioten tauchen in Waver Tales nur, um eine Liste der Wächter zu machen. Oh, und ich habe gehört, dass IPD-Infizierte... Die IPD-Infektion macht, dass die Guardian, die Wächter verschwinden. Ich verstehe. Okay, lass uns beginnen. Heute machen wir also einen Proxy-Tauchvorgang. Dieser Tauchvorgang ist so in der Art, man sieht sich einen Traum an, in deinen Traum, schätze ich. Wenn du getötet wirst in Lady Close... Wenn du getötet wirst wie vorher in Lady Close, dann wärst du fast im echten Leben gestorben. Aber was ist, wenn das alles nur ein Traum gewesen ist? Verstehst du? Diese Tauchvorgänge sind eigentlich sehr teuer, aber Luca sagt, es ist umsonst für heute. Ihr solltet Luca besser später danken. Okay. Jetzt gehen wir zur speziellen Tauchstation. Oh, ein Traum in Traum, das ist also Traumception. Ein Tauchshop? Yep. Du, ihr werdet hier hineintauchen in einen Traum. Und in diesen Traum des Traumes. Okay, macht euch bereit für diesen Tauchvorgang. Es wird wirklich schnell gehen. Oh, könntest du dich beeilen und dass wir es endlich hinter uns bringen können? Ist ja gut, dann lass uns beginnen. Ah, Lady Clash, sie können es wohl nie eilig genug haben. Ah. Das ist dasselbe wie vorher, in Lady Clash Welt. Du, schon wieder hier? Ah, oh, nicht das schon wieder. Sieht nicht so aus, als hätte sich irgendwas geändert. Illegaler Eindringling, vernichten! Huh. Ah! Koi, kannst du mich hören? Du wirst dieses Mal nicht sterben. Es sollte nicht mal wehtun. Oh, du hast recht. Was? Das ist in meinem... Ihr seid hier in meinem Traum. Meine Gedanken siegen über die von Lady Cloche in dieser Welt. Wie nervig. Dann noch einmal. Nichts passiert. Koi, halt diese Lady Cloche fest. Weil du die, wenn du die, sobald du die Chance hast. Okay. Was machst du da? Lass mich gehen. Gut so, und jetzt kann ich sie wegschicken. Nein! Huh. Sie ist verschwunden. Luca. Hey Luca. War das wirklich okay? Oh, all dieser Ärger von... Schon vom Start an. Ich bin ziemlich... Ich bin nicht... Ich bin nicht sicher, ob das alles gut gehen wird. Und du bist? Ich? Ich bin Infel. Infel? Ah, Lady Cloches Wächterin. Nett, dich kennenzulernen. Es ist auch nett, dich kennenzulernen. Was war überhaupt mit dieser Lady Cloche los? Es ist mehr so... Es war ein Symbol ihrer geistigen Wand. Ein Symbol? Das ist richtig. Sie existieren über den ganzen Seelenraum verteilt.
verschiedene Repräsentationen. Wenn du vorhast, weiter in die Welt vorzudringen, wirst du viel mehr davon sehen. Wie heißt du? Koi. Koi Bartel. Koi, daran werde ich mich erinnern. Gut, wir sehen uns das nächste Mal. Warte, was soll ich denn in dieser Welt machen? Lady Cloche muss Gesangsmagie erschaffen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du selbst herausfinden, in deinem Herzen. Ich muss meinem Herzen folgen? Kann ich jetzt gehen? Ich habe immer noch andere Dinge zu erledigen. Ja gut, ich schätze, ich werde einfach mal ein bisschen umherlaufen. Oh ja, Leute. Wir sind hier in Lady Cloche Welt. Und dort, wo die Sterne sind, da passiert irgendwas. Und seht ihr da unten, da steht Importance, wie wichtig das ist. Hier sind 2 Sterne. Und 3 Sterne sind sehr wichtig. Und 1 Stern ist nicht so wichtig. Und bei jedem Betreten verbrauchen wir ja diese Tauchpunkte. Die erhalten wir, wenn wir kämpfen oder sonstigen Scheiß machen. Und dann gucken wir erstmal hier rein. Um hier hinzugehen, brauchst du 1 Tauchpunkt. Möchtest du? Ja, gehen wir mal rein. Ich möchte mir alles angucken. Von der Wichtigkeit halber. Hier ist absolut gar nichts. Ich sollte irgendwo anders hingehen. Okay. Um hier einzudringen, um hier herzugehen, brauchst du 5 Tauchpunkte. Nur 5 Tauchpunkte. Das ist eine Tür. Das ist der Turm des Lebens. Turm des Lebens? Eine Wavertail ist verbunden mit anderen Wavertails und einem Magie-Server. Durch diesen Turm des Lebens. Dieser Platz ist eine Grenze zwischen ihrer selbst und der anderen. Also es ist das Bundtor. Boundary, ich guck lieber nochmal. Muss da ganz sicher gehen. Boundary. Grenzlinie, Grenzfläche, Umgrenzung, Bereichsgrenze, ein Grenztor. Ja, andernfalls, andere Wavertails könnten ohne Probleme in ihre Gedanken eindringen. Sie nutzen es, um sich selbst zu beschützen und ihre Individualität beizubehalten. Ich verstehe. Also, was ist ein Magie-Server? Ah, ich sehe, du bist so hilflos. Hey, ich habe mich spezialisiert in Sperrkampf. Du wurdest also dazu geboren, ein Bodyguard zu sein. In diesem Fall bist du ein wahrer Wachhund. Wie auch immer. Ich habe ein bisschen Zeit. Wavertails sind in der Lage, ihre Emotionen in verschiedene Kräfte durch das Singen freizugeben. Wie Flammen schießen oder heilen. Das machen sie, indem sie ihre Lieder durch den Magie-Server, der die Kraft konvertiert und zurücksendet. Technisch gesehen singen die Wavertail, um den, damit der Server sein Ding tun kann. Ob es nun etwas zu sprengen sei oder etwas zu heilen. Es ist nicht falsch zu sagen, dass der Turm des Lebens wie ein Verbindungskabel für die Wavertail und den Server gelten. Ah, du weißt ziemlich viel darüber. Natürlich weiß ich das. Im Grunde, das ist einfach das einfachste Wissen. Du bist nur ignorant. Ich verstehe. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hast du das nicht vor einer Minute schon gesagt? Ich hasse Männer einfach. Ich hasse Männer, die das nicht verstehen. Das ist nur eine... Ja. Was für eine unfreundliche Person. Lassen wir es dabei. Und da sehen wir schon, die Gesangsmagie ist so eine Art Programm, die auf einen Server zugreift. Und der Server wandelt das Programm um und schickt es zurück, wo die Gesangsmagie steht. So habe ich es verstanden in meiner Lebensbahn. Es ist also ein einziges großes Computernetzwerk. Könnte man so meinen. Einsame Stadt. Oh, 20, das ist sehr wichtig. Town, huh? I don't see anyone around. Maybe I just can't see them. How do you do?
Lady Cloche, is this your Cosmosphere? What are you doing here? No trespassing allowed. I order you to leave immediately. But Lady Cloche ordered me to come here to acquire magic. Oh, I see. Very well. Do as you wish. Phew. I don't know what I would have done otherwise. Anyway, it's so dark. If you have a problem with it, please leave. Do you understand where you are? Yes. I'm in Lady Cloche's world. So you have no right to complain. Just concentrate on completing your task. Got it? Yes. I'm glad you're so understanding. Good luck. Whoa! Wait a second! What is it? You're so demanding! I'm sorry, but how am I supposed to walk around in the dark? So, you want to explore, huh? Well, I don't want you stomping around my Cosmosphere. If that's the way it's going to be, just hurry up and leave. What? Enttäuscht werden oder wütend werden? Wir sind mal enttäuscht. Alright, I get it. Sorry, but I think this task is too much for me. A low-ranked knight like me should never have tried to enter your Cosmosphere in the first place. I tried my best to help Lady Cloche, but I think I reached my limit. Sorry. Please take me back to reality. Wait. Yes, ma'am? You said you came here to help me, right? The least I can do is give you a chance. Thanks, but no thanks. Hmm? You don't have any say in the matter. I said I'll give you a chance, so you must accept it. Yes, ma'am. There is a source of light somewhere in this world. However, it's been stolen. And it has been imprisoned in a haunted place. A haunted place? If you really do care about me, you will go to that place, right? So if you bring back the source and light up this world once again, I will find favor in you. So, where is this place? Bye-bye. Lady Cloche! Crap. I feel bad for you already. So, what am I supposed to do? Too bad I'm not here to help you. I also don't want you to explore this world. Is that right? Yep, the only person I want exploring this world is the Unseen Princess on a white pony. Princess? You mean another woman? Does it matter who it is? I hate men who ask too many questions. Whatever. So nobody wants me to be here? Looks like it. If she does want you here, she has a sick way of playing with you. Playing? A child like you wouldn't understand. So don't ask. Anyway, in conclusion, you're not welcome here, but the reason is unclear. Does the reason have something to do with that princess on a white pony? That's just my fantasy. Cloche and I don't always share the same thoughts. I see. Well, it's not the end of the world. The first time usually goes like this. She's letting someone into her spiritual world. It's natural for her to be wary. Everything is up to you from now on. Anyway, I'm going now. Up to me, huh? Tja, oh, hätte das gedacht. Niemand will den armen Koi. Du bist für immer einsam. Dich will keiner. Koi, geh in die Ecke und weine einfach in der Dunkelheit. Gehen weiter. Weiter zum Turm, da ist irgendwas. Ist hier jemand? Mann, es ist so dunkel in hier. Ah, ich weiß, das ist total scheiße. Warum lässt sie sie nicht einfach aus dem Gefängnis raus? Nur gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil... Oh, richtig, das ist richtig. Sie macht das, damit es dunkel für immer, damit es für immer dunkel ist. Oh, es ist so dunkel hier. Einer, ich weiß, das ist scheiße. Entschuldigung. Wow. Du hast mich erschreckt. Ja, du hast mich auch erschreckt. Ihr beide wart gerade dabei, über ein Gefängnis zu reden. Wisst ihr, wo es ist? Was wirst du tun, wenn du es findest? Wirst du
diese Welt zerstören, nachdem du es rausgefunden hast? Nein, das ist es nicht. Ich möchte das Licht in diese Welt zurückbringen. Ihr beiden scheint es auch nicht gerade zu mögen, richtig? Können wir ihm vertrauen? Ich weiß nicht, können wir? Ich bin sehr ernst darüber. Ich bin hier für Lady Cloche. Oh, na gut. Na gut. Wenn er lügt, werden wir uns ihm annehmen. Wir werden ihn damit strafen, wenn das passiert. Gut, wir werden dir den Weg zum Gefängnis zeigen. Yeah! Danke, ihr seid eine gute Hilfe. Aber. Kann er es zurückschaffen? Lady Cloche ist ziemlich gemein. Yeah. Wenn du versuchst dorthin zu kommen, dort allein hinzukommen, mir wird's schon gut gehen. Ich komme zurück. Gut. Hauptsache, du bist sicher. Da wirst du vielleicht einen Geist sehen. Spooky. Spooky little ghosts. Ist nicht interessant, nicht interessant. Ist auch nix. Da gibt's Songmagie. Um hier einzudringen, brauchst du 20 DP. Ja, das ist wahrlich ein Gefängnis. So, das ist das Gefängnis. Ziemlich unheimlich. Es würde mich nicht wundern, wenn hier wirklich ein Geist leben würde. Was zum... Ist es weg? Nein, oder? Wer ist da? Wow! Also war hier doch jemand. Ich kann es nicht glauben. Jemand ist wirklich hierher gekommen. Unmöglich. Werde ich so langsam verrückt? Du bist... Hallo! Ich werde wahrscheinlich bald sterben, also bitte verlass mich nicht. Warte. Vielleicht werde ich eins von dir. Es ist nett, dich kennenzulernen. Ich bin am Leben. Hey, geht es dir gut? Wurdest du hier gefangen genommen? Wie ist dein Name? Ich bin Lanterne. Ich bin hier ziemlich lange, ohne Essen, ohne Wasser. Ich kann es gar nicht glauben, dass du immer noch am Leben bist. Wie ist es bei dir? Du siehst nicht gerade wie ein Prinz aus, der mich retten wird. Ich bin kein Prinz, aber ich werde dich retten. Bist du der Geist, über den jeder redet? Ein Geist? Ich bin nicht tot. Wie gemein. Für was bist du hier überhaupt hergekommen? Ich suche nach einer Lichtquelle. Ich habe gehört, dass sie hier eingesperrt ist. Ah, ich verstehe. Also bist du doch der Prinz. Was? Die Lichtquelle, das bin ich. Ich bin Lanterne. Meine Aufgabe ist es, diese Welt zu erleuchten. Ich verstehe. Also bist du das Licht dieser Welt? Also wenn ich dich rette, dann erhält diese Welt ihre Farben zurück? Nein, das wird nicht passieren. Tut mir leid, aber... So viel Kraft habe ich nicht in mir. Wenn ich nur meine Kraft wieder erlangen könnte. Gibt es irgendeinen Weg, wie du das schaffen könntest? Natürlich. Wenn wir... zum Turm des Lebens können, dann kann ich mir Kraft von dem Turm beziehen. Okay, dann werde ich dich hier rausholen. Ah, du kannst es nicht. Du schaffst es nicht, diese Eisenbahn zu zerstören. Ah, schon wieder? Hä? Worüber redest du? Kannst du es nicht sehen? Der Geist. Ich bin kein Geist. Mein Name ist Alice. Alice? Du kannst reden? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Koi. Und ich bin hier, um neue Magie für Lady Cloche zu holen. Aber ich habe gerade erst begonnen. Magie zu beschaffen? Ich verstehe. Das hört sich lustig an. Wer bist du? Du bist nicht der Geist hier? Meine Gedanken sind sehr, sehr weit weg. Das hier ist die Grenze, in der ich mich bewegen kann, für das jetzige Level. Hä? Bist du mein Freund oder mein Feind? Ich bin... ein Freund. Boah!
Die Tür, sie ist offen. Unglaublich, die Tür, sie ist offen. Dank dir? Oh, sie ist weg. Das ist unglaublich, du hast die Tür geöffnet. Nun, das war nicht ich, aber... Egal, lass uns zum Turm des Lebens gehen. Okay. Magie freigeschalten. Brave Thunder, Level 1A. Gehen wir mal weiter. Hier kriegen wir nochmal eine Song-Magie. Da unten... Das ist nicht so wichtig, also gehen wir da zuerst rein. Da fahren wir vielleicht mehr Hintergrundstory. Oh, Quine! Luca? Was machst du hier? Bist du hier auch eingetaucht? Warum denkst du das? Vielleicht möchte ich dich einfach nur sehen. Warum würdest du so etwas jetzt sagen? Wann sollte ich es sonst sagen? Ich möchte es auch Lady Cloche zeigen. Was willst du dir zeigen? Ihr zeigen, dass du mein bist. Hey Koi, möchtest du etwas Spaß haben? Du hast einen Platz, wo wir uns ausruhen können. Warte, gefällt es dich seltsam, Luca? Nein, tue ich nicht. Du bist derjenige, der sich seltsam verhält. Wir machen noch immer dieses und jene Sachen. Hä? Also Koi, lass uns etwas Spaß haben, okay? Damit kann ich nicht umgehen. Sollte ich wegrennen? Warte, Koi! Oh, Koi, du bist doch der alte Charmeur. Wer war das? Ganz außer Atem. Das ist die Luca, die sich Cloche vorstellt. Was? Jeder, der in dieser Welt auftaucht, ist ein Teil von Cloche Vorstellungskraft. Das ist ihre spirituelle Welt. Also das heißt, Lady Cloche sieht Luca so? Genau. Das ist ziemlich schlecht. Luca ist nicht so. Oh, nun ja. Menschen sind unterteilt in Stereotypen und Glauben. Sie denken, sie wissen, aber sie wissen nicht. So wie du das hier sehen kannst. Das ist wahr, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es von jetzt an weitergehen soll. Oh, Quai, das ist kein Plan. Aber gehen wir weiter. Lanterne, ist es das? Ja, das ist es. Ah, ich kann die Kraft schon spüren. Das macht mich froh. Ich werde wieder in der Lage sein, diese Welt in Licht einzutauchen. Ich werde hier für eine Weile bleiben. Also, warum wurdest du überhaupt eingesperrt? Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich die Licht in diese Welt gebracht habe. Du kannst dich nicht daran erinnern, was vor ziemlich langer Zeit passiert ist, hä? Ja, nun, ich denke, es war vor 14 Jahren. Ich war ganz frei und habe diese Welt erleuchtet. Und das nächste, was ich weiß, ich wurde eingesperrt und meine Kraft war weg. Ich verstehe. War nicht jeder... verwirrt von der Dunkelheit? Nun, denen schien es gut zu gehen. Die Leute, die hier wohnen, brauchen kein Licht. Ich erleuchte diese Welt nur für die Leute, die hierher kommen, von der Außenwelt, so wie du. So wie ich? Ja, ich meine, sollte ich es weiter erklären? Du hattest Schwierigkeiten ohne das Licht, richtig? Das ist wahr, aber... Siehst du? Ich helfe den... Was ist los? Koi, pass auf! Oh! Nein! Ein Crash! Ja! Bist du okay? Lanterne, du hast mich gerettet! Lady Cloche, warum greifen sie uns an? Ich hab nicht gedacht, dass du wirklich die Lichtquelle finden würdest. Ich muss sie gewaltsam ausmachen. Lady Cloche! Warten Sie eine Sekunde, ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Haben Sie nicht gesagt, Sie würden mich in Ihre Kosmosphäre eintauchen lassen, wenn ich die Welt erleuchten könnte? Warum greifen Sie uns dann an? Du solltest nicht in der Lage gewesen sein, diese Welt im ersten Platz. Du solltest eigentlich nicht in der Lage gewesen sein, diese Welt zu erleuchten. Das ist nicht, was wir
vereinbart hatten. Außerdem, es war dunkel, weil dir das Licht gestohlen wurde. Das ist nicht möglich. Lady Crouch. Ich war doch so sicher, dass es eingesperrt war. Ich war so sicher, dass es nicht befreit werden könnte. Aber wie hast du es so einfach da rausgekriegt? Ich habe es so gut versteckt, damit es niemand finden konnte. Lady Crouch. Was? Wart ihr es, die das Licht versteckt hat? Ja? Also warst es du? Du hast mich gefangen gehalten. Wie gemein! Warum habt ihr das getan? Warum sollte ich dir das beantworten? Warum sollte ich irgendjemanden in meinen Verstand eindringen lassen? Eindringen? Sie haben mir doch gesagt, ich soll hierher kommen. Ich werde mich nicht hereinlegen lassen. Wieso seid ihr jetzt so defensiv? Warum? Wie kannst du es wagen, hier einfach einzudringen in meine Gedanken, wenn du nicht mal die Antwort für das kennst? Wenn du in meine Gedanken, in meinen Geist eindringen willst, wieso kommst du nicht mit deinen eigenen Antworten? Der Grund, warum Lady Cloche nicht möchte, dass das Licht an ist, sie hat Angst, damit Leute ihren Geist sehen. Alle Leute sind eine Last. Das Erste. Ich und Angst? Ich? Wovon sollte ich Angst haben? Du hast das Licht ausgemacht, weil du Angst hattest, die Leute deine Welt sehen zu lassen, richtig? Aber keine Angst. Ich bin nicht hier, um dir zu verletzen. Du verletzt mich? Was? Ich bin verletzt. Ich fühle mich so erniedrigt. Was meinen Sie? Warten Sie, Lady Cloche. Beruhigen Sie sich doch. Ich wusste es. Du verstehst mich gar nicht. Du hast nur gesagt, was ich am meisten hören wollte. Wag es ja nicht und komm wieder in meine Welt, wenn du es nicht besser weißt. Ich war nur... Du bist mein Gegner. Wow. 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 Ja. Das war schnell. Sie hasst dich. Wirklich, hä? Na... Nimm es dir nicht so zu Herzen. Kosmosphären sind nicht ausgerüstet mit einer Erinnerung. Warum versuchst du es nicht nochmal, nachdem du zu dir selbst gefunden hast? Okay, sieht so aus, als wäre es ein erfolgreicher Versuch gewesen, Gesangsmagie zu erschaffen. Tauch immer öfters in sie rein und du wirst in der Lage sein, noch stärkere zu erschaffen. Aber stärkere Magie zu erschaffen, benötigt höhere Risiken einzugehen. Also sei vorsichtig. Herzlichen Glückwunsch, Lady Cloche. Natürlich. Es tut mir leid. Ich habe so viel Ärger bereitet, weil ich so schwach bin. Das ist richtig. Es ist nur wegen dir. Du bist so schwach. Ich musste durch diesen ganzen Ärger mit dem Tauchen... Nur wegen dir. Jetzt da du es weißt, trainier härter. Ja, Ma'am. Oh, das hat ganz schön lange gedauert. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.